Okay. So, herzlich willkommen zu Algebra, ne? Auch online. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir beschäftigen uns heute nochmal abschließend mit Ringen und Körpern. Und zwar mit speziellen Ringen und Körpern, nämlich den Restklassen. Was sind nochmal Restklassen? Ich schreibe euch mal eine an die Tafel. Zum Beispiel, also nicht zum Beispiel, sondern allgemein. Z, ne, dann machen wir doch ein Beispiel. Z5. Welche Elemente gibt es in Z5? 0, 1, 2, 3, 4. Genau, also alle Reste, die entstehen können, wenn man ganze Zahlen durch 5 dividiert. 0, 1, 2, 3 und 4. Damit haben wir uns schon ein paar Mal beschäftigt. Viele von euch haben wahrscheinlich auch Zahlentheorie gemacht, machen Zahlentheorie oder erinnern sich nochmal von damals aus der Arithmetik. Also, Restklassen. Okay. Und jetzt schauen wir uns folgende Struktur an. Z5 mit der Restklassenaddition, die schreiben wir mal so, und der Restklassenmultiplikation, die schreiben wir mal so. Okay? Und wir schauen uns als zweites Beispiel Z6 an. Mit der Addition und der Multiplikation. Wir gucken uns mal zwei Strukturen an, weil man an den zweien einen Unterschied erkennen kann, einen wichtigen. Okay. Bevor wir nicht loslegen, vielleicht nochmal kurz Wiederholung. Wir haben jetzt hier eine Menge mit zwei Operationen, okay? Zwei Operationen, das heißt, wir gucken uns an, sind die Dinge Ringe oder Körper? Was war nochmal ein Ring? Welche Axiome muss ein Ring erfüllen? Kramt in eurem Gedächtnis. Ja? Assoziativitätsgesetz, ja, Vorsicht. Also wir haben jetzt ja zwei Operationen. Du bist gerade auf dem Weg der Gruppe. Was ist eine Gruppe? Eine Gruppe muss erfüllen, machen wir erst nochmal das. Eine Gruppe, also eine Menge mit einer Operation, muss welche Eigenschaften erfüllen? Ja. Genau, also wir brauchen die Abgeschlossenheit. Das war das andere, genau. Die Abgeschlossenheit, die Assoziativität. Es muss ein Neutralelement geben und es muss zu jedem Element ein inverses Element geben. Dann habe ich eine Gruppe und wenn dann noch das Kommutativgesetz gilt, habe ich eine kommutative Gruppe oder eine abelsche Gruppe. So, jetzt will ich aber nicht eine Gruppe, sondern einen Ring haben. Bei einem Ring habe ich eine Menge mit zwei Operationen. Wann ist dieses Ding da ein Ring? Ja. Nee, du bist jetzt auf der Schiene Isomorphie. Genau, nochmal für die Prüfung genau angucken, ne? Ja. Wenn was davon eine... Genau, die Menge mit der Addition muss ein Modul sein. Ein Modul ist eine kommutativ, additiv geschriebene Gruppe. Also einfach eine Gruppe, die kommutativ ist mit dem Plus. Eine kommutative Gruppe mit dem Plus, okay. Das muss erfüllt sein. Also Z5 mit Plus muss eine kommutative Gruppe sein. Und Z5 und mal, was muss das sein? Ja? Eine Halbgruppe. Was war nochmal eine Halbgruppe? Ist völlig egal, es muss abgeschlossen sein und assoziativ. Genau. Okay. So. Und es muss noch was Drittes erfüllt sein. Also, für einen Ring muss Z5 und plus eine kommutative Gruppe sein. Z5 und mal eine Halbgruppe. Und drittens, das Distributivgesetz muss gelten. Die Addition muss distributiv mit der Multiplikation verbunden sein, ne?
Also a mal b plus c ist gleich a mal b plus a mal c. Okay. Wie ist es bei einem Körper? Körper ist es ist noch heftiger. Wann ist ein Ring ein Körper? Was muss Z5 und plus sein? Ja? Modul, Z5 und mal. Eine Gruppe. Eine kommutative Gruppe, genau, auch kommutativ. Und drittens? Ja. Die 0 darf nicht in der Menge sein. Genau, Z5 und mal, da darf die 0 nicht drin sein. Da haben wir das letzte Mal gesagt, warum darf die 0 da nicht drin sein? Warum wäre das keine kommutative Gruppe, wenn 0 da mit drin wäre? Es gibt kein Inverses für die 0. Es gibt kein Element, sodass 0 mal irgendwas gleich 1 ist. Ne? Und also kommutative Gruppe und Distributivgesetz. Angenommen, die Gruppe ist nicht kommutativ, dann spricht man von einem Schiefkörper. Okay. Puh. Jetzt ist die Frage, ist, also wir haben das letzte Mal, meine ich, schon geklärt, dass Zn, jede Restklasse mit Addition und Multiplikation ein Ring ist. Was wir jetzt noch klären wollen, ist Zn mit Plus und Mal ein Körper. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal, vielleicht schauen wir uns überhaupt nochmal an, ob es ein Ring oder ein Körper ist. Deswegen ist jetzt ein Arbeitsauftrag für euch, euch Folgendes zu überlegen. Es ist gut, wenn wir es jetzt so konkret wie möglich machen, uns da einzudenken, um zu verstehen, wann ist das ein Ring und wann ist es ein Körper und wann ist es kein Körper. Für Z5 und Z6 stellt ihr jetzt mal 4 Verknüpfungstafeln auf. Nämlich für Z5 für die Addition. Welche Elemente muss ich da alle reinschreiben bei Z5, wenn ich die Verknüpfungstafel machen will? Ja, genau die Elemente, dass wir wissen, das sind die Restklassen. Ne? Können wir so einen Strich drüber machen. Manche setzen es in eckige Klammern. Manche ist es egal. Okay. Das machen wir für die Addition und dann machen wir das Ganze noch für die Multiplikation. Welche Elemente muss ich jetzt da hinschreiben? Genau, 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Da dürfen wir die 0 nicht mit betrachten, weil das Axiom fordert, dass die 0 da raus soll aus der Menge dafür. Also das Neutralelement der Addition darf bei der Multiplikationsstruktur dann nicht mit berücksichtigt werden. So, und das Ganze macht er auch nochmal für Z6. Ich mache es schon mal an der Tafel. Los geht's. Ich gebe euch 5 Minuten Zeit, diese 4 Tabellen auszufüllen. Dann schauen wir uns die mal näher an. Auch nochmal eine gute Übung, so eine Verknüpfungstafel aufstellen. Kann man vielleicht im Leben gebrauchen, in bestimmten Situationen. Zum Beispiel bei Prüfungen.
Okay. So, online wird schon gesagt, 5 Minuten sind gefühlt doppelt vorbei. Ne? Jetzt sind aber alle gespannt, wie das Ergebnis ist. Kuru Hakai, genau. Jetzt gucken wir mal gleich, wie das Ergebnis aussieht. So, gibt es irgendwelche Strategien, wie man das schnell ausfüllen kann? Diese Tabelle hier beispielsweise. Z5 und die Addition. Was machen wir da, damit das möglichst schnell geht? Ja? Also ich mache mal erst die erste Reihe und die erste Spalte. Erste Spalte oder Zeile? So oder so? Nämlich das, was hinten ansteht. Ja, genau. Also das ist natürlich immer die Addition des Neutralelements, ne? Der Null. Also bei der Addition kann ich beim Neutralelement ganz einfach das hier machen, okay? Die Diagonale. Dann ziehst du die Diagonale? Bei der zwischen der 2 und der 2, das Feld, da kommt die 2 rein. In welches? Hier? Du machst das jetzt? Nee, also ich so halt. So. Achso, du machst jetzt hier die, okay, wegen der 1. 2 und 1 ist 3, oder? Ja, weil ich habe noch im ersten. Okay. Ich mache einfach, ich nehme das Feld mit der 1 und der 1 so und dann alles, was dort drin ist. Ja, okay. Das könnte man machen, es geht aber noch schneller tatsächlich. Das ist ja nämlich was für eine Gruppe. Achso, gut, ja. Verschiebt im 1, das ist eine zyklische Gruppe. Ne? Eine zyklische Gruppe, das heißt, ich brauche einfach nur 2, 3, 4, 0 da reinzuschreiben und hier 2, 3, 4, 0, 1, 3, 4, 0, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 3. Und schon ist das innerhalb von 20 Sekunden ausgefüllt. Hm? Nicht. Was willst du mit dann? Ja, die. Ach du, jetzt, die, guck doch. Ja, deswegen macht er die Diagonalen. Okay, jetzt verstehe ich es. Genau. Natürlich auch schön, die Diagonalen sich anzuschauen. Genau, das ist ja. Okay, gut. Mhm, ja. Auch weil es eine zyklische Gruppe ist, funktioniert das. Okay. Dann machen wir vielleicht das hier drüben, ist das gleiche, oder? Ich mach's schnell mal. Muss nicht schön sein, genau. Wie komme ich denn hier auf die 6? Das ist Quatsch. So. So. Okay. Jetzt gehen wir zur Multiplikation. Hi. Ja, Vorsicht, Kamera, genau. Jetzt gehen wir zur Multiplikation. Was schreiben wir da rein? Erste Reihe, erste Spalte, genau. Ne? Tabelle, Tabellen, Reihe, Spalte, genau. 1 ist Neutralelement, 1 mal 1 ist 1, 1 mal 2 ist 2 und so weiter. Genau, und genauso auch die Spalte. Ne? Okay. 2 mal 2 im F in Z5 ist 4. 2 mal 3 ist 1 und 2 mal 4 ist 3. Genau. 3 mal 2 haben wir gerade gehabt. 2 mal 3 ist 1, ne? 3 mal 3? Wenn man so hingeht, kann man auch die Spalte nach unten. Wir haben die Reihe 2 ausgefüllt, jetzt können wir die Spalte 2 einfach abschreiben. Wir haben die Reihe 2 ausgefüllt, jetzt können wir die Spalte 2 einfach abschreiben. 2, 4, 1, 3, genau. Jetzt machen wir die dritte Reihe. 3, 1, 3 mal 3 ist? Ja, also? 4, genau, 2 mal 2, 3 mal 3 ist 4. Das ist doch das, womit wir MathematikerInnen alle Leute wahnsinnig machen können, oder? Ja klar, 3 mal 3 ist 4 und 3 mal 4 ist? 2, genau. Bitte? Du hast Sudoku gespielt, das kann man auch machen.
Wenn man sicher ist, dass das eine Gruppe ist. Ja, dann, also, ne? Wenn es eine Gruppe ist, dann kann man Sudoku spielen. Wenn es keine Gruppe ist, wäre ich vorsichtig. Spätestens zweite Spalte oder zweite Spalte. Ich wäre vorsichtig, ne? Die Möglichkeit, dass in der zweiten Zeile nicht eine Sudoku-Pause kommt, aber später noch eine Pause. Das kann passieren, ja. So, 4 mal 4 ist 1, genau. Du musst sagen, 4 mal 4 ist 1. Dann. Okay. Gut, und jetzt machen wir das Ganze noch für Z6. Vielleicht für dich zur Info, wir gucken uns gerade Z5 mit Plus und Mal an und Z6 mit Plus und Mal, um Unterschiede rauszukriegen. Ja? Mhm. Oh, ich habe überall die Striche vergessen. Wartet mal. Nein, ist nicht schlimm. Die erste Zeile? Naja, klar. Also, ne, wenn wir mit dem Neutralelement multiplizieren, ist immer einfach. Genau. So, jetzt geht's weiter. Ja. 2 mal 2 ist 4, 2 mal 3 ist 0, 2 mal 4 ist 2 und 2 mal 5 ist 4. Okay. Ich habe einen Hotspot, du kannst genau, ja. Nicht die Tür zu machen über Stream. 3 mal 2, nächste Zeile, jemand anders? 3 mal 2 ist 0, 3 mal 3, 3, 3 mal 4, 0, 3 mal 5 ist 3. Irgendwas kommt einem da schon komisch vor, oder? Das sind schon 2 Nullen. Ja, 2 Nullen und 3 Dreier und so. Ja, in der Gruppe darf jede Zahl nur einmal vorkommen, genau. 4 mal 2 ist? 2. 4 mal 3? 0, genau. 4 mal 4? 4. Und 2. Ja, doch, du hast recht, genau. 5 mal 2? 4. Ja, genau. Weil das ist ja die, das ist ja die, die 5 ist ja die minus 1, ne? Okay. So. Jetzt schauen wir uns das mal sukzessive an. Gucken wir uns erstmal diese Struktur an. Z5 und Plus. Ist das hier ein Modul? Da wird schon der Daumen gehoben. Ne? Damit haben wir uns ja ewig beschäftigt. Ne? Restklassen mit der Addition zusammen sind eine Gruppe auf jeden Fall. Und es ist sogar eine kommutative Gruppe, weil die Addition in Z kommutativ ist. Und das wirkt sich dann auch auf die Restklassen aus. So, genauso hier, auch ein Modul. Ne? Ist das hier eine Halbgruppe? Ja? Abgeschlossen? Assoziativ? Assoziativ ist, weil die Addition in Z assoziativ ist, genau. Distributivgesetz, gilt es in Z? Und damit auch in den Restklassen? Ja, Z ist distributiv, das heißt, das Ding hier ist ein Ring. Glück gehabt. Modul? Halbgruppe? Nee? Warum? Ist nicht abgeschlossen. Genau. Da kommt die Null drin vor. Die Null darf aber nicht vorkommen. Weil die Null, wir gucken ja immer nur an, die Menge ohne die Null mit der Multiplikation in der, im, ne, ist. Achso, Moment, stopp. Ja, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Das ist nur beim Körper der Fall ohne die Null. Oder beim, nee, beim Ring auch. Beim Ring auch. Ja, du hast recht. Genau, ich habe dich gerade gehört. Genau, genau. Ansonsten wäre es ja nie eine Halbgruppe. Ja, genau. Also
Ohne die 0 mit der Multiplikation ist das hier keine Halbgruppe. Und damit auch keine Gruppe und damit weder Ring noch Körper. Woran liegt das, dass das Ding hier eine Gruppe ist, das Ding hier aber nicht, obwohl beides Restklassen sind? Ja. Das ist eine gerade Zahl, okay. Das ist eine ungerade Zahl, könnte man sagen, ne? Z9 mit Plus und Mal ist kein Körper, obwohl es eine ungerade Zahl ist. Warum nicht? Wenn wir Z9 betrachten, erstmal dazu, wenn wir Z9 betrachten, warum kann das kein Körper sein? Ja, okay, wir verraten einfach mal, weil es keine Primzahl ist, genau. Nein, warum ist Z9 kein Körper? Wo kommt hier bei der Multiplikationstabelle bei Z9 eine 0 raus? 3 mal 3, genau. Wenn aber die Zahl eine Primzahl ist, warum kann hier niemals eine 0 rauskommen? Ja, die Primzahl hat schon Teiler, nämlich 1 und sich selbst, genau. Das heißt aber, keiner der anderen Elemente, die kleiner sind als die Primzahl, können multipliziert mit einer anderen Zahl 0 ergeben, sonst wären sie ein Teiler. Und da gibt es einen Begriff, den wollte ich noch einführen, weil den haben wir noch nicht eingeführt. Genau, Nullteiler. So, das definieren wir mal. So, was ist ein Nullteiler? Ein Element A eines Rings, also man hat einen Ring sozusagen, eines Rings, R plus und mal. Heißt linker Nullteiler, linker oder rechter Nullteiler, es gibt linke Nullteiler und rechte Nullteiler. Wenn in R ein B ungleich 0 existiert, sodass A mal B gleich 0 ist, beziehungsweise rechter Nullteiler, wenn B mal A gleich 0 ist. Wartet mal, wir haben vorhin, mir fällt gerade auf,
Beim Ring. Ich habe vorhin gestrauchelt und ihr habt mich vom Gegenteil überzeugt, aber ich hatte doch recht. Bei einem Ring ist bei der Multiplikation die Null mit dabei. Bei einem Ring ist die Null als Multiplikation mit dabei. Nur wenn ich gucken will, ob es ein Körper ist, dann muss ich die Null ausnehmen. Weil wenn ich die Multiplikationstabelle mit der Null aufstelle, dann ist die Multiplikation bei Z, wenn der Rest, das mit Plus und Mal, abgeschlossen, wenn die Null hier mit drin ist, abgeschlossen und assoziativ. Das heißt, ein Ring ist es schon. Nur beim Körper muss ich schauen, beim Körper muss ich die Null ausnehmen, ja, um zu gucken, ist das ganze Ding eine Gruppe. Weil eine Gruppe könnte es niemals sein, mit der Null, wenn die Null mit drin wäre. Aber wenn ich einen Ring überprüfen will, deswegen sind all diese Strukturen Restklassen Ringe. Ne, weil ich auch bei der Multiplikation die Null mit drin habe und dann die Tabelle zeigt, es ist abgeschlossen und assoziativ. Wenn ich dann aber prüfen will, ist es auch ein Körper, dann muss ich die Null aus der Menge rausnehmen und dann schauen, okay, ist dann das ohne Null hier eine Gruppe? Deswegen definiert man auch Nullteiler in Ringen, weil der Ring Z6 plus mal durchaus Nullteiler hat, ja, aber auch Z5 plus mal hat Nullteiler, ja klar. Wir haben geprüft, ob es ein Körper ist. Ja, genau. Das war das Ziel. Okay. Sind Ringe sind beide. Wir gucken jetzt, das hier wird ein Körper sein und der hier nicht, weil das keine Gruppe ist. Sind immer Ringe und wenn das Modul eine Primzahl ist, ist es sogar ein Körper. Nee, andersrum. Alle Körper sind Ringe. Ne? Ring ist ja die allgemeinere Struktur. Okay, das Problem ist sozusagen bei Z6, dass hier in der Gruppe, hier in der Struktur Nullteiler drin sind. Ne? Weil wenn ich hier, wenn ich keine Primzahl habe, dann hat ja 6, die Zahl 6 hier unten beispielsweise, Teiler. Zum Beispiel die 2. Das bedeutet aber, es gibt noch einen Komplementärteiler, die 3. Und 2 mal 3 ergibt 6 und 6 ist kongruent 0 modulo 6. Das heißt, wenn ich hier keine Primzahl habe, werde ich hier in der Tabelle Nuller drin haben. Das sind nämlich genau die an den Stellen, an denen ich zwei Zahlen miteinander multipliziere, die Teiler sind hier von der 6. Okay, das heißt also, da brauchen wir gar nicht mehr hingucken, kann kein Körper sein, sondern wir müssen eigentlich nur noch hier weiter hinschauen. Und wir haben jetzt gerade nur die Abgeschlossenheit in den Blick genommen. Das hier ist nicht abgeschlossen, kann also keine Gruppe sein, kann also kein Körper sein. Wir wissen, das hier ist abgeschlossen. Hier kann keine Null bei rauskommen. Ansonsten gäbe es ja Teiler von der 1 und 5, die nicht Trivialteiler sind. Wir müssen aber noch die anderen drei Axiome prüfen. Assoziativität. Gilt die hier? Gilt, wissen wir. Gibt es ein Neutralelement? Ja, die 1. Und jetzt kommt noch der entscheidende Punkt. Gibt es zu jedem Element ein Inverses? Das siehst du jetzt, weil in jeder Zeile und jeder Spalte eine 1 steht. Genau. Ist es immer so bei Z prim?
Also wir wissen, bei Z' gibt es auf jeden Fall mal keine Nullteile hier drin. Es wird immer assoziativ sein und es wird immer das neutrale Element geben. Gibt es aber, ist auch immer so, dass es zu jedem Element ein Inverses gibt. An dem Beispiel hier sehen wir es, ne? Bei Z5 sind wir sicher, da gibt es Inverses, also Z5 ist ein Körper. Wir wollen jetzt argumentieren, ist es bei Zp. Also, ich habe Z mit einer Primzahl plus und mal, ist das immer ein Körper? Wir wissen, das ist auf jeden Fall eine kommutative Gruppe. Wir wissen, hier gibt es auf jeden Fall, ist auf jeden Fall abgeschlossen, ist auf jeden Fall assoziativ und es gibt auf jeden Fall das inverse Element, das neutrale Element. Wir wissen aber nicht, ob es zu jedem Element ein Inverses gibt. Wir müssen auch argumentieren, dass wenn das Modul eine Primzahl ist, dass es dann zu jedem Element ein Inverses gibt. Wer von euch beschäftigt sich nebenbei auch noch mit Zahlentheorie? Besser keiner, ne? Okay, da muss man ein bisschen in die Zahlentheorie einsteigen, um zu schauen, um zu beweisen, dass es dazu immer ein neutral, immer ein Inverses gibt. Zu jedem Element gibt es ein Inverses. Und zwar nehme ich euch jetzt mit auf eine Reise, kurze Reise in die Zahlentheorie, mit der man das begründen kann. Wie bestimme ich den größten gemeinsamen Teiler zweier Zahlen? Den GGT. Wie bestimme ich den von zwei Zahlen am einfachsten? Mit der Primfaktorzerlegung kann ich es machen, genau. Und dann schaue ich mir die Primfaktoren an und nehme von den Exponenten immer den jeweils kleineren und so weiter. Das ist aber sehr umständlich im Vergleich zu einer einfacheren Art und Weise, den GGT zu bestimmen. Wie oft passt die kleinere Zahl in die größere Zahl rein und dann bleibt ein Rest und dann macht man das Ganze nochmal und wie heißt dieser Algorithmus? Irgendein Grieche war es auf jeden Fall. Euklidischer Algorithmus, genau. Okay. Euklidischer Algorithmus. Machen wir den mal kurz und zwar mit zwei beliebigen Zahlen, die ich mir vorhin überlegt habe, nämlich im ersten Semester, ne? Der GGT von 17 und 11. Wie bestimmt man den mit dem euklidischen Algorithmus? 17 ist gleich, kann eine Tabelle machen, ich will es ein bisschen ausführlicher machen. 17 ist gleich wie viel mal 11 plus wie viel? Wir machen Division mit Rest durch 11. 1 mal 11 plus 6. So, jetzt nehmen wir was? Die 11 und die 6 und machen das Gleiche nochmal. 17 ist gleich 1 mal, Entschuldigung, 11 ist gleich 1 mal 6 plus wie viel? Wie viel mal 6 plus wie viel? 1 mal 6 plus 5. Okay, jetzt nehmen wir wieder diese beiden Zahlen und machen das Ganze nochmal. 6 ist gleich wie viel mal 5 plus wie viel? 1 mal 5 plus 1, okay. Und jetzt nochmal, was mir Freude macht. 5 ist gleich wie viel mal 1 plus wie viel? 5 mal 1 plus 0. Ende des euklidischen Algorithmus. Der GGT steht hier oder da. Euklidischer Algorithmus, ne? Wir haben GGT bestimmt. Also der GGT von 17 und 11 ist 1. Toll, hätten wir auch gleich gesehen, aber es war ja nur ein einfaches Zahlenbeispiel. Müssen wir so eine Berechnung auch in der Klausur nehmen? Das muss man immer können im Leben. Den euklidischen Algorithmus muss in der Schule vermitteln. Ja, klar. Okay, so jetzt haben wir den GGT mal von zwei Zahlen bestimmt. Ich führe euch jetzt gleich hin,
zur Überlegung, warum es hier immer zu jedem Element ein inverses Element geben muss. Ne? Aber wir bauen sukzessive auf. Also wir haben jetzt einen euklidischen Algorithmus durchgeführt. Jetzt ist es so, jetzt kann man zeigen, dass wenn man den GGT von zwei Zahlen hat, GGT von A und B, dass es dann immer zwei Zahlen gibt, S und T, die multipliziert an A und B den GGT ergeben. Ich habe zwei Zahlen, A und B. Ich bilde den GGT von A und B. Dann kann ich immer auch eine Gleichung aufstellen. Irgendwas mal A plus irgendwas mal B ist der GGT. Vielleicht erinnert euch dunkel, die Zahlen S und T bestimmt man mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus. Da kann man, oh ja, ganz tief im Gedächtnis, mein Gott, ihr seid schon so alt, dass ihr all das vergessen habt. Das kann man aber sehr schön herleiten, indem man den euklidischen Algorithmus rückwärts läuft. Das machen wir jetzt mal. Wir laufen ihn rückwärts. Okay? Aufgepasst. Aufgepasst. Wir laufen den rückwärts. Okay? Und bestimmen mal S und T in diesem Fall. Und zwar von dieser Zeile ab. Der GGT 1 ist gleich, in unserem Fall, 6 minus 1 mal 5. Okay? 1 ist gleich 6 minus 1 mal 5. Ist gleich. Jetzt ersetze ich diese 5 hier durch diese Gleichung hier. Was ist 5? Was muss ich da reinschreiben? 11 minus 1 mal 6. Das mache ich auch mal so. 6 minus 1 mal 11 minus 1 mal 6. Und ich darf jetzt nicht alles ausrechnen. Ich muss es geschickt machen. Ich muss immer diese Zahlen hier zusammenfassen und stehen lassen. Also 6 minus minus 1 mal 6 ist gleich 2 mal 6, oder? 6 minus minus 6 ist 2 mal 6 minus 11. Oder minus 1 mal 11. Gucken, ob ich mich nicht verrechne. Genau. Okay, jetzt ersetze ich die 6 durch 17 minus 1 mal 11. Nee, Entschuldigung, warte. Nix, ich ersetze die 11. Ich ersetze die 11. Ich ersetze die 6. Ich ersetze die 6. Ich muss am Ende muss ein bisschen 17 und 11 dastehen. Das heißt, ich muss die 6 ersetzen durch 17 minus 1 mal 11. Das ist 2 mal 17 minus 1 mal 11. Ne? 2 mal 6. 6 ist 17 minus 1 mal 11. Minus 11. Und da kommt raus 2 mal 17. 2 mal minus 11 ist minus 2 mal 11. Minus 11 ist minus 3 mal 11. 2 mal 17, 2 mal 17, GGT von 17 und 11 ist, der GGT von 17 und 11 ist 2 mal 17 minus 3 mal 11. 2 mal 17 ist 34, minus 3 mal 11 ist 33. Kommt 1 raus. Creepy. Und das funktioniert natürlich immer. Wenn ich den GGT so ausrechne, kann ich durch Rückwärtslaufen diese Gleichung erzeugen. Das heißt, der GGT von zwei Zahlen ist immer irgendwas S mal A plus T mal B. Ich habe zwei ganze Zahlen. Ich bestimme den GGT der beiden Zahlen. Und dann kann ich die beiden Zahlen jeweils mit was multiplizieren und addieren. Dann kommt der GGT raus. Geht immer. So, jetzt habe ich keinen Platz mehr an der Tafel, super. Denkt da nochmal kurz drüber nach. Ich wische mal kurz den rechten Teil weg, weil das ist ja keine Gruppe, kein Körper.
Falls ihr dazu noch Fragen habt, können wir die gleich klären. Also, nochmal, wir versuchen zu begründen, warum es zu jedem Element hier in so einer primen Restklasse ein Inverses bezüglich der Multiplikation gibt. Ne? Das interessiert uns. So, ab wo seid ihr ausgestiegen? Wo müssen wir mal reingucken? Sie ist ja gut, okay, ist egal, wer ausgestiegen ist. Du darfst es nicht ausrechnen. Eine Birne plus eine Birne, wie viel Birne? Eine Birne. Und eine plus eine Birne ist auch nicht, also zwei Birne. Ja. Ja, ist alles im Stream, ne? Ist klar. Quatsch. Nein, ihr werdet nicht zu erzählen. Genau, also. Hier beim Rückwärtsrechnen muss man aufpassen, dass man nicht gleich alles ausrechnet. Wir müssen ja auf eine Form kommen, ne, die sozusagen diese wesentlichen Zahlen erhält, die ich immer wieder setzen will. Hier? Ja, also ich habe das verstanden, dass das in Klammern die 5 ist, aber dann bis 216 war ich gerade. Ja, 6 minus 1 mal minus 1 mal 6. Hier kommt der 6 raus, also hier steht minus 6. Minus 1 mal minus 6 ist plus 6. 6 plus 6 ist 2 mal 6. Minus 1 mal 11. Ja. Nicht 12 hinschreiben, weil wir wollen ja... Weil 12 als Zahl in der GGT gar nicht vorkommt. Hm? Die 12 kommt in GGT nicht vor, deswegen brauchen wir das nicht ausschreiben. Ja, ja, genau, wir wollen ja sozusagen immer nur die Zahlen, die hier vorkommen, jeweils immer ersetzen, sodass wir am Ende hier irgendwo eine 17 und eine 11 stehen haben. So. Okay. Also man kann, wenn man den GGT bestimmt hat von zwei Zahlen, mit dem Hilfe des erweiterten euklidischen Algorithmus, den man hier so rekursiv rückwärts anwenden kann, auch diese Gleichung hier erzeugen. So. Gibt es dazu noch Fragen? Okay. So. Jetzt befinden wir uns hier in so einem schönen, in einer schönen Restklasse mit Modul, das eine Primzahl ist. Okay? Was gilt denn für jedes Element hier drin und die Primzahl? Also ich habe ein Element aus meinem ZP. Ohne 0. Na, wir wollen die 0 draußen haben. Ich habe irgendein Element hier raus, ohne die 0. Also in dem Fall 1, 2, 3 oder 4. Und wir haben die Primzahl, in dem Fall 5. Im konkreten Beispiel, wenn wir uns überlegen, größter gemeinsamer Teiler. Kann man da irgendwas drüber sagen? Ja. Der größte gemeinsame, nochmal die Zahl selbst, bist du sicher? 5 Strich gibt es nicht. 4 Strich, 1 Strich, das ist 1 Strich, 2 Strich, 4 Strich ist auch 2 Strich, der größte Teil. Also willst du die GGT von zwei Zahlen hier raus bestimmen? Ja. Genau. Das ist nicht Sinn der Sache, aufgepasst. Ich will den GGT von einer dieser Zahlen hier und der Primzahl, die es ja hier drin nicht gibt. Wir sind außerhalb des Restklassenrings. Okay, wir überlegen uns eine dieser vier Zahlen, also eine dieser Zahlen, die in dieser Struktur vorkommen, plus die Primzahl, der größte gemeinsame Teiler. Ist 1. Genau. Wenn ich hier eine Zahl nehme, 1, 2, 3 oder 4 und die Primzahl, dann ist doch der größte gemeinsame Teiler 1.
Anders bei Z6, was ich gerade weggewischt habe. Ne? Z6, wenn ich da die 2 rausnehme und die 6, dann gibt es einen anderen größten gemeinsamen Teiler, nämlich 2. Also wenn ich hier irgendwo, wenn hier eine Zahl steht, die keine Primzahl ist, dann gibt es in der Menge irgendwelche Zahlen, deren größter gemeinsame Teiler mit dem Modul nicht 1 ist, sondern größer, 2 oder 3 oder sonst irgendwas. Wenn ich aber hier eine Primzahl habe, dann weiß ich, jede Zahl, die hier steht, hat mit dieser Primzahl nur den größten gemeinsamen Teiler 1, weil es eine Primzahl ist. Für jede Zahl gilt, GGTA und P ist gleich 1. Jetzt wissen wir mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus, diese 1 ist gleich irgendein S mal A plus irgendein T mal P. Ich nehme diese Zahl, zum Beispiel die 2, und ich nehme P, in dem Fall 5, und ich weiß, es gibt irgendein S und ein T, sodass S mal 2 plus T mal 5 gleich 1 ist. Und wenn das da gilt, dann weiß ich auch, dass 1 kongruent S mal A plus T mal P modulo P ist. Wenn dieses Element, wenn die 1 gleich dem da ist, dann sind auch, wenn ich diese beiden Elemente hier, diese beiden Zahlen in die Restklasse übertrage, die beiden Restklassen gleich. Sieht hier jemand was? Jetzt bewegen wir uns wirklich in der Zahlentheorie. Was ist denn T mal P modulo P? 0. Irgendwas mal P und dann dividiert durch P ergibt ja immer den Rest 0. Das heißt, hier steht eigentlich 1 ist kongruent S mal A modulo P. Dieses S ist mein Inverses zu A, weil da kommt 1 raus, wenn ich es multipliziere. Ich wiederhole es nochmal und dann können wir nochmal die Fragen klären. Also, wir müssen prüfen, gibt es zu jedem Element hier ein Inverses-Element. Ne? Nur dann ist das ja eine Gruppe. Wir wissen, abgeschlossen ist es, assoziativ ist es. Abgeschlossen ist es, weil es keinen Nullteiler gibt. Assoziativ ist es, weil es ein Assoziativ ist, wissen wir. Es gibt das Neutralelement, aber gibt es ja auch die inversen Elemente. Das heißt, es gibt zu jedem Element, wenn ich dann ein anderes Element, sodass es multipliziert, 1 ergibt. Wir wissen, jedes Element hier hat mit der Primzahl den größten gemeinsamen Teiler 1. Aus der Zahlentheorie wissen wir, dann gibt es auch S und T, sodass S mal A plus T mal P gleich 1 ist. Wenn ich jetzt auf beiden Seiten durch P dividiere mit Rest, dann steht hier 1 ist kongruent dem da, modulo P. Und das da fällt weg, weil das 0 ist. Also bleibt übrig 1 ist kongruent S mal A modulo P. Und dieses S ist mein A hoch minus 1. Es gibt also ein Inverses zu A, sodass S mal A modulo P gleich 1 ist. Ja. Das gilt dann auch zur Definition von dem inversen Element. Also das inverse Element ist ja immer A mal... Ich brauche irgendein Element, das mal A 1 ergibt. Und das ist das da. Genau. Also es kann natürlich sein, dass wenn ich diesen Algorithmus hier durchführe, dieses S hier außerhalb dieser Element hier liegt, dass es 8 ergibt in Z oder 16 oder so. Ich muss natürlich dann immer noch mal in den Restklassenring übertragen, aber das ändert nichts an der Tatsache.
Ja. Ja, genau. Nicht, dass wir dann sagen, also bei allen Primzahlen ist es jetzt der Fall, dass das der Wert ist. Also das a minus 1 der Wert ist. Wir haben bewiesen, dass es, wenn ich eine Restklasse modulo einer Primzahl habe, es zu jedem Element ein Inverses gibt. Das heißt, es gibt zu jedem Element in ZP ein anderes Element, das multipliziert an dieses Element 1 ergibt. Ja, und das ist ja die Definition von inverses Element. Mhm. Wie wird laut wieder umrechnen durch die Ergänzung von modulo P eine Kongruenz eingeschaltet? Nochmal, Entschuldigung. Was ist der Unterschied zwischen dem Gleichheitszeichen und dem Kongruenzzeichen wegen Modulo P? Gucken wir uns das mal konkret an. Ne? Vielleicht ist es noch etwas zu abstrakt, die Überführung von da nach da. Okay, schauen wir uns mal ein konkretes Beispiel an. Ich erinnere mich immer, in meinen Mathevorlesungen damals hat der Prof immer gesagt, schauen wir uns mal ein konkretes Beispiel an, hat dann irgendwie sowas hingeschrieben. Das war dann schon konkret. Also, naja. Habe ich noch irgendwo anders Platz? Ich brauche eine größere Tafel hier. Was darf ich wegwischen aus eurer Sicht? Ganz oben? Die obere Tafel ist links, das da. Das ist klar, oder? Ja, das haben jetzt. Habt ihr auf eurem Platz, genau. Was habe ich davon? Wovon? Von Algebra insgesamt oder was? Das ist der Beweis, dass es zu jedem Element in ZP bezüglich der Multiplikation ein Inverses gibt. Das haben wir gebraucht, um zu zeigen, dass es zu jedem Element ein Inverses gibt. Was ich hier gemacht habe, ist eigentlich nur, ich habe den euklidischen Algorithmus mit irgendwelchen Zahlen gemacht und hier habe ich gezeigt, wenn ich dann rückwärts gehe, dann gibt es so eine Gleichung. Also ich kann zu jedem, es gibt zu drei Zahlen immer ein GGT und wenn ich dann so rückwärts gehe, gibt es immer S und T, sodass die beiden Zahlen mit S und T multipliziert und addiert den GGT ergeben. Jetzt weiß ich, der GGT von irgendeinem Element und dem P ist immer 1, weil es eine Primzahl ist. Durch das da oben weiß ich, es gibt immer S und T, sodass S mal A plus T mal P gleich 1 ist, der GGT. Und wenn ich dann das Ganze in den Restklassenring übertrage, ist 1 kongruent S mal A plus T mal P und T mal P fällt aber weg, weil ich modulo P rechne. Was wollten wir jetzt machen? Also wir wollten den Weg von da nach da nochmal kontrollieren. Ne? Also, helft mir mal. Wir machen mal ein konkretes Beispiel. 1 ist gleich... Nehmen wir Modulo 5. Also nehmen wir mal, wir wollen den GGT von 2 und 5 haben. Ja? So,
So, okay. Also wir wollen den GGT von 2 und 5. In dem konkreten Beispiel haben wir also A ist 2 und wir befinden uns in Z5. In unserer Tabelle war klar, okay, 2 ist eins dieser Elemente und so, ne? Und wir wissen, es ist 1, weil 5 eine Primzahl ist. Alle Elemente da drin haben den GGT 1 mit der Primzahl. Und wir wissen, jetzt muss es S mal A, S mal 2 plus T mal 5 geben, sodass S mal 2 plus T mal 5 gleich 1 ist. Kennt jemand S und T so spontan? Ja? Ne, noch nicht. Wir sind momentan bei 1, wir sind hier nicht im Restlos, sondern wir sind in Z. Z. 1 ist gleich S mal 2 plus T mal 5. Was sind S und T? Hm? Nochmal, sag mal. 3 und minus 1. 3 mal 2 ist 6. Minus 1 mal 5 ist minus 5. 6 minus 5 ist 1. Okay, ja. Ich hatte minus 2 und 1 im Kopf. Minus 2 mal 2 ist minus 4, genau. Gibt sogar mehrere Möglichkeiten. Okay. 3 mal 2 plus minus 1 mal 5. Okay? Es gibt zwei Zahlen, S und T, sodass S mal 2 plus T mal 5 gleich 1 ist. Wir sind in Z. Das hier ist die Welt Z. Das sind zwei gleiche Elemente, ja? Nur die 5. Ja. Genau, ja klar. Also in Z5 gibt es ja die Elemente, wenn ich die 0 weglasse, 1, 2, 3 und 4. Und jede dieser vier Elemente hat mit 5 den GGT 1. Auch die 4. GGT von 4 und 5 ist 1. Ach so, du meinst, weil das ist egal. Wir hätten noch 4 nehmen können. Oder 3 oder genau. Ja. Mhm. Okay. Also das, was hier steht und das, was da steht, ist ein Z gleich. Das heißt jetzt, wenn ich schaue, was ist das hier im Restklassenring modulo 5 und das hier wenn ich das hier ausrechne in den Restklassenring, modulo 5, jetzt bewegen wir uns in Z5. Das ist auch gleich. Wenn das vorher absolut gleich war, also es ist ein hartes Gleich in Z, das ist gleich dem. Das heißt, wenn ich dann gucke, worauf wird das abgebildet, wenn ich das nach Z5 übertrage und worauf wird das abgebildet, wenn ich nach Z5 übertrage, natürlich aufs Gleiche. Okay. Das heißt, ich rechne jetzt hier in Z5, rechne also alles, was ich hier mache, rechne ich modulo 5. Und das bedeutet, das hier fällt weg, weil das auf jeden Fall 0 ergibt. Ne? Das ist Konkurrent 3 mal 2 plus 0 modulo 5, weil minus 1 mal 5 0 ergibt. Upsala. Okay, was steht hier? 3 mal 2. Also 1 ist konkret 3 mal 2 modulo 5. Ja, das stimmt ja auch. 3 mal 2 ist 6 modulo 5 ist 1. Hm? Das Gleichheitszeichen sagt, diese beiden Ausdrücke sind gleich in Z. Das Kongruenzzeichen modulo p bedeutet, dass hier dieses Element, die linke Seite, in Z5
übertragen. Also ich betrachte nur den Rest, wenn ich durch 5 dividieren würde. Und dieser Rest, wenn ich durch 5 dividieren würde, die sind gleich. Das bedeutet ja äquivalent. Ne? Wir reden über Restklassen. Die Zahl modulo 5 ist die Zahl 1, 6, 11, 16 und so weiter. Die sind alle in derselben Menge. Also all diese Zahlen dieser Menge sind praktisch, das ist praktisch die 1. Ja? Eine Klasse, Äquivalenzklasse. Die sind alle äquivalent bezüglich der Division durch 5 mit Rest. Okay. Aber doch eine ganze Stunde gebraucht, um das zu machen. Aber jetzt sind wir fertig, Leute. Das ist alles, was wir machen wollten dieses Semester. Jetzt haben wir uns nochmal genauer angeschaut, wie das mit den primen Restklassenringen ist. Wann sind die Körper, wann sind die keine Körper? Die sind nur dann Körper, wenn P eine Primzahl ist. Weil es dann zu jedem Element, weil sie erstmal dann abgeschlossen ist, die Multiplikation, und es gibt zu jedem Element auch ein inverses Element. Haben wir jetzt gerade gezeigt über den euklidischen, erweiterten euklidischen Algorithmus. Ja. Ja. Weil ich kann mir da keine Klausuraufgabe dazu vorstellen, wie das. Ja, also was wäre zum Beispiel eine typische Klausuraufgabe? Ich kann schlecht von euch verlangen, diesen ganzen Beweis zu machen. Aber ich könnte zum Beispiel sagen, nehmen wir so ein Beispiel, begründe, dass Z6 plus mal kein Körper ist. Dann musst du nicht alles durchbeweisen. Du musst nicht sagen, bezüglich Plus ist es eine Gruppe, eine kommutative Gruppe und so weiter. Du musst ja nur zeigen, dass eines der Axiome nicht erfüllt ist. Und wenn man sagt, begründe, dass das hier kein Körper ist, was würde man dann zeigen in der Klausur? Dass die Multiplikation nicht abgeschlossen ist. 3 mal 2 ist 0, aber die 0 ist ja gar nicht mit dabei bei der multiplikativen Gruppe in dem Körper. Fertig. Das sind 2 Zeilen, die du aber nur deswegen so schnell lösen kannst, weil du das durchdrungen hast. Ja, genau. Wenn man es verstanden hat,